Ja, Andreas, vielen Dank für die Zeit wieder mal, dass wir Sie zusammensitzen, dass wir über die aktuelle Wirtschaftslage im zweiten Lockdown sprechen. Kannst uns du da ein bisschen ein Stimmungsbild geben? Wie schaut es momentan aus? Im Sommer haben wir die Hoffnung gehabt, dass die Stimmung eigentlich gut und besser wird. Der Herbst hat uns wieder ein bisschen reduziert und mit den aktuellen Lockdown-Vorschriften ist gleichzeitig die Stimmung in der Wirtschaft auch ein bisschen in den Keller gerasselt. In den letzten Tagen, Gott sei Dank, waren es gute, positive Signale von der Politik, Stichwort Umsatzersatz, wo vor allem die sehr betroffene Branche der Gastronomie da auch ein bisschen Hoffnung schöpft, dass man sich wirklich bemüht, hier betroffene Unternehmen auch bestmöglich zu unterstützen. Die Stimmung jetzt generell ist natürlich sehr abwartend. Besorgniserregend sind die steigenden Zahlen. Da schaut man ganz gebannt natürlich auf die Statistik, weil das ja immer auch dann Konsequenzen zeitigt, die halt von der Politik gesetzt werden. Aber wenn es gelingt, dass der November da durchgetaucht werden kann und das sich nur auf Tourismus und Freizeitwirtschaft reduziert und die anderen Branchen, sage ich, mit Ach und Krach durch die Corona-Situation kommen und im Dezember sich das zu beruhigen beginnt, denke ich, wird man auch rückschauend sagen können, dass die Stimmung da in der Wirtschaft durchschnittlich im grünen, im positiven Bereich bleiben wird. Positiver Bereich, du hast mir vorab nur was erzählt. Es gibt ja auch was Positives, wenn man ein bisschen so zurückschaut, wie sie sich herentwickelt hat bezüglich Gründung. Kannst du uns da noch ein bisschen was sagen? Das für mich immer auch Faszinierende ist, wenn Rahmenbedingungen sich verschlechtern, man glaubt, um Gottes Willen, das sind katastrophale Zustände, entdeckt man aber, wenn man genau hinschaut, immer sehr erfreuliche Situationen, Momente, Entwicklungen in der regionalen Wirtschaft. So zum Beispiel ist schon auch faszinierend, dass in diesem eigenartigen Jahr 2020 wir deutlich über 200 Gründerberatungen durchgeführt haben, da in der Bezirksstelle in Amstetten. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass zum einen es Gründer gibt, die mit Visionen in die Zukunft schauen und sich halt einen Weg der Zukunft auch im Bereich der Selbstständigkeit vorstellen können. Und erst letzte Woche waren wir bei Betriebsbesuchen unterwegs, wo wir uns auch vor Ort darüber vergewissert haben, dass halt es Gründer und Jungunternehmer gibt, die erfreulicherweise viel Geld auch investieren in eine Infrastruktur und den Blick in die Zukunft gerichtet haben. Und es ist irgendwie so tröstlich, ja, dass man sieht, es gibt nicht nur Corona, man kommt schnell ein bisschen in das Fahrwasser, nur dieses Thema vor Augen zu haben, sondern es gibt nebenbei sehr viele gute und positive Themen, die auch in der Wirtschaft passieren. Und das sich einmal anzuschauen und auch darüber zu sprechen, das ist sicher mal ein ganz guter Rat für die nächsten Wochen und Monate. Und ich glaube, wenn man die Energie mitnimmt und nach vorn schaut, dann ist das Thema Corona gar nicht mehr so schlimm, wie man es anfänglich erwartet hat. Genau. Also Energie und auch diese Vision. Und das ist irgendwie auch das Holz, aus dem die Unternehmer geschnitzt sind und geschnitzt sein müssen. Sonst würde die Wirtschaft eigentlich nicht funktionieren. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne.